Fall. Wir waren auf der Waldstraße. Wir waren beim Junggesellenabschied. Wir sind mit der Kutsche reingefallen, mit dem Pferd. Und dann Richtung Marktschenke ist das Pferd plötzlich durchgegangen. Wir sind, meine Schwester ist unter dem Wagen begraben. Frau Künast, bleiben Sie ganz ruhig. Wie viele Verletzte gibt es? Meine Schwester und der Kutscher wurde weggeschleppt vom Pferd. Zwei Verletzte gibt es, zwei. Bleiben Sie bitte vor Ort, die Rettungskräfte sind unterwegs. Bleiben Sie bei Ihrer Schwester. Ja, danke. Das Pferd ist nicht grundlos aufgeschreckt und durchgegangen. Die Ursache dafür wird Notärztin Verena Fabius gleich am eigenen Leib erfahren. Hallo, wir brauchen Hilfe, meine Schwester. Wir haben Schüsse gehört und dann das Pferd Moment. Was für Schüsse? Auf mich wurde geschossen. Sie wurde geschossen? Ich bin umgeknickt. Was war das? Moment. Runter. Zurück. Runter. Ich wollte eigentlich direkt zu der schwer verletzten Person. Gott sei Dank war das andere RTW mit den beiden Besatzungsmitgliedern schon bei der Patientin angelangt und konnte Erstmaßnahmen durchführen. Und die Lage war dann doch sehr unübersichtlich, zumal wir eben auch nicht wussten, aus welcher Richtung der Schuss kam. Franco! Kanal 3! Komm mal näher hier ran, bitte. Näher. Punkt 3! Alles klar! Franco, passt auf, ja? Hier ist jemand, der schießt! Ja, die beiden haben uns eben erzählt über Funk, dass die Patientin doch sehr schwer verletzt ist. Sie hatte eine offene Unterschenkelfraktur, die auch geblutet hat. Und vor allem, und das war eben die entscheidende Verletzung, eine Beckenfraktur mit inneren Verletzungen, wahrscheinlich aufgrund einer Zerquetschung oder einer Quetschung von der Kutsche. So eine Verletzung ist lebensbedrohlich. Es kann zu einem Blutdruckabfall führen, zu einer Hypotonie und Kreislaufversagen, sodass da auf jeden Fall die Zeit der entscheidende Faktor ist. Die Leitstelle hat die Kollegen der Polizei informiert, um der Schießerei auf den Grund zu gehen. Was ist genau passiert? Ihr wart mit der Kutsche unterwegs, genau, und dann? Wir waren mit der Kutsche unterwegs und dann haben wir Schüsse gehört. Das war ein Knall und dann ist das Pferd durchgescheut. Dann hat uns den Kutscher hinterhergezogen. Okay. Wir konnten noch vom Wagen springen, aber Valerie hat es nicht geschafft. Sie ist unterm Wagen gelandet. Okay. Sie ist jetzt eingeklemmt. Wir haben versucht, aber wir haben dann... Außer euch dreien und dem Kutscher gibt es noch mehr Leute? Nein. Ja, der Irrer, der rumschießt. Also, aber ihr wart auf der Kutsche und der Kutscher ist irgendwo. Genau. Gut. Da wurde in die Richtung gezogen. Hast du sonst irgendwo Schmerzen, außer hier und mit der Verletzung? Meine Schwester. Machen wir. Da können wir jetzt nicht hin, weil... aus diesen Gründen eben. Was hast du? Du hast die Kopfverletzung und den Fuß. Genau. Wie ist das aushaltbar? Geht es mit den Schmerzen? Es geht. Ist alles, du siehst nicht doppelt? Nein, es ist alles in Ordnung. Kopfschmerzen? Ein bisschen, okay. Und der Fuß, den behandeln wir nachher. Ja, das ist alles nicht so wild. Dick, aber das geht schon. Wir haben Zugang, wahrscheinlich eine Beckenverletzung. Die Beine sind eingeklemmt, die legen jetzt Zugang. Ja. Müssen mal gucken, die brauchen wahrscheinlich gleich Analgesie. Wir haben ein Problem. Die Kollegen vorne brauchen Medikamente, das Ampularium. Ja. Wir müssen das da irgendwie. Ja, dann mache ich das. Ich habe jetzt die Weste an. Guck mal, dass sie mir das mal geben kann. Ist das hier drin oder was? Franco? Ja, komm. Die Polizei kommt jetzt rüber, bringt ihr das Ampularium. Die Braut ist unter dem Planwagen eingeklemmt. Doch für die Notärztin wäre es zu riskant, zum Unfallort zu laufen. So kommuniziert sie mit den vom Planwagen geschützten Kollegen per Funk und instruiert diese. Sag mir mal ein paar Vitalparameter. So, Vitalparameter. Wir haben eine Frequenz von 150. Wir haben einen Blutdruck von 100 zu 50 aufgrund des Open Books, denke ich mal. Und dann kommt noch die Sättigung, liegt jetzt momentan bei 98. Das ist gut, okay. Nee, alles klar, mal verstanden. Ist die Beckenfraktur, kommen die da dran? Auf jeden Fall gleich hier rausgezogen werden mit Feuerwehr. Ich wiederhole noch nicht die Beckenschlinge anlegen. Also die Verletzung definitiv war lebensbedrohlich. Das Gute an diesen, ja, sag ich mal, an dieser schlechten Geschichte war, dass es komprimiert war. Also das Becken war so weit durch die Kutsche komprimiert, dass Gefäße im Inneren des Körpers so weit stabil halten konnte oder festigen konnte. Sobald die Kutsche ja hochgehoben werden konnte, müssen wir davon ausgehen, dass sie innerlich ganz schnell verbluten kann. Wenn es der Druck zulässt, Kitternest Dormicum. Franco, die Unterstützung ist da.
Ja, dann im vorderen Bereich. Ja, direkt mit den beiden. Wenn der Druck rüber Richtung Wald. Sobald ich irgendwas sehe, sage ich dir sofort Bescheid. Mach ich. Alles klar. Ja, nachdem die Unterstützung der Arnold 1332 jetzt auch noch hier vor Ort eingetroffen ist, hatten wir natürlich mehr Einsatzkräfte zur Verfügung. Wir als erst eintreffendes Einsatzmittel hat dann auch hier die, sag ich mal, Einsatzhoheit. Wir entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden. Und jetzt war es halt so, dass wir die Entscheidung getroffen haben, wir suchen den Schützen. Ja, und der Schütze war durch uns vermutet halt in dem Waldstück links neben uns. Dementsprechend haben wir uns so aufgeteilt, Conny ist erstmal an der Einsatzörtlichkeit geblieben und ich bin mit den beiden anderen Kollegen in das Waldgebiet hinein, um den Täter ausfindig zu machen oder den Schützen erstmal festzustellen, wo er sich überhaupt auffällt. Wie sieht das jetzt aus mit den Unterstützungskräften? Die sind da, die sind jetzt immer drin, die geben jetzt jeden Moment Lagemeldung, okay. Wenn was ist, gehe ich weil so mit langsam rein. Wird das da hinten ja. Auch instabil, ne? Ich weiß, mit der Beckenfraktur aber, und so weiter. Wir warten noch auf Go von der Polizei, wir können immer noch nicht vorrücken zu euch. Passt ja, auf euch auf. Haben die Kollegen ihn denn schon? Ja. Pass auf, jetzt können es gleich. Wir sind jetzt bislang 30 Meter in den Wald vorgedrungen, bislang keine Feststellung. Ziehen vor bis fast an den See, da läuft parallel ein Fußweg. Dann können wir weiter einsehen. Okay, verstanden. Ja, Moment. Wie geht's den anderen beiden? Also bei uns ist soweit alles gut. Super, okay. Solange geschossen wird, kann Verena Fabius nicht zur Schwerverletzten. Doch deren Zustand wird immer kritischer und auch vom Kutscher fehlt jede Spur. Meine Güte! In der Nähe der Kutsche müsste irgendwo ein Waldweg reinführen Richtung See. Der Schütze ist vermutlich Jäger, zumindest flecktarn bekleidet, mit einer Langwaffe. Ich gehe vor. Und diese Person ist mit Blick Richtung See, also abgewandt von uns und von den Einsatzkräften. Die Beamten tragen schutzsichere Westen und versuchen nun, den Schützen zu umstellen. Noch hat der Verdächtige die Beamten nicht entdeckt. Er konzentriert sich voll und ganz auf sein nächstes Ziel am nahegelegenen See. Sprech ihn an. Polizei, Waffe fallen lassen. Sprech ihn an. Hallo, hier ist die Polizei. Waffe fallen lassen. Safe, ja, safe. Warte, okay. Kommt rüber. Okay. Was wollt ihr denn hier? Was ist denn hier los? Nachdem wir den Täter überwältigen mussten, war es für uns erstmal das Allerwichtigste, ihn zu sichern, sprich ihm Handfesseln anzulegen. Das ging eigentlich relativ zügig vonstatten, sodass wir danach in die Befragung gehen konnten, um festzustellen, warum er überhaupt dort sich in diesem Waldstück aufgehalten hat. Und er wusste, so wie wir es erfahren haben, nichts davon, was er überhaupt mit seinem Gewehr, sprich auch seinen Schrotkugeln, da angerichtet hat. Ich schieße doch nur, ich mache ein paar Schießübungen. Auf Menschen? Ja, wollen wir auf Menschen? Ich schieße doch hier am Wasser, ziehe hier die Bäume und alles. Hallo, ich mache doch gar nichts hier. Ja, ist der Vogel da vorne von Ihnen? Das weiß ich nicht, vielleicht lag der schon da, keine Ahnung. Kann ich doch gar nicht sagen. Sie haben Menschen verletzt. Wie, ich habe Menschen verletzt? Wo hab ich denn Menschen verletzt? Ich bin doch hier an der Ecke, hier sehe ich doch gar nichts. Was sind denn, sind Sie hier der Jäger? Ja, so ein bisschen so. Oh, ist doch langsam Jagdzeit. Was ist das denn hier? Ja, also Vögel haben auf jeden Fall aufgeschossen. So, wir stehen jetzt mal zusammen auf. Ohne Jagdschein macht er sich der Wilderei strafbar. Durch sein fahrlässiges Verhalten schwebt eine Person in Lebensgefahr. Und auch der Kutscher könnte verletzt sein. Arnold, eine Person fest, gibt den Rettungskräften freies Licht. Endlich kann Notärztin Verena Fabius zu der Schwerverletzten vordringen, deren Zustand immer kritischer wird. Ich habe einen Meter, immer 90-60 ja. Blutdruck. Wir haben kein A-Problem. Ja. Ja, bleib ruhig. Wir haben kein A-Problem, kein B-Problem. Einfach liegen bleiben, okay? C-Problem. Abdomen hart. Wir haben einen O-Druck, was Sie so feststellen konnten. Oh Gott, okay. Das ist eine ordentliche Quetschung. Genau, wir machen gleich die Schlinge drum, aber ich komme noch nicht ran. Und du hast was von der Unterschenkelfraktur gesagt? Genau. Ja, die ist offen. Okay, gut. Ja? Können wir das Ding irgendwie einmal heben? Wir sind schon dabei, die Kräfte kommen schon. Wir unterbauen jetzt, okay, dass die Karre gesichert ist. Dann werden wir den anheben, sobald wir ein Go haben von der Ärztin. Und dann geht's weiter. Für uns war also die nächste Maßnahme herauszufinden, wie wir diesen Planwagen am besten jetzt von dieser Person wegheben. Und wir haben uns dann gemeinsam dafür entschieden, dies mit pneumatischen Hebekissen zu machen.
Diese pneumatischen Hebekissen werden dabei unter die jeweilige zugängliche Stelle geschoben und lassen sich dann mit Luftdruck füllen, sodass dann die beiden Hebekissen, die wir übereinander gelegt haben, diesen Planwagen sanft nach oben gehoben haben und damit die Person befreit wurde, wie sie dann gemeinsam mit dem Rettungsdienst auch unter diesen Planwagen herausziehen konnten. Keine Panik. Wir schreien alle und es ist ein bisschen aufregend, auch noch mit dem Regen. Da brauchen Sie keine Angst haben. Wir müssen mal auf den Fuß gucken, ob wir reponieren müssen eventuell. Ja, das machen wir, wenn, dann aber im Rettungswagen. Sollen wir trotzdem die Schiene mit jetzt schon mal anlegen? Dann einmal? Mach, ja. Weißt du? Franco? Franco, ich schau mir einmal die Verletzung an. Lass die hier dran, lass uns mal um den Fuß einmal kümmern. Warte. Oh, Junge. Ja, hier. Das ist gut. Gib mir die wieder. Das trägt ja alles rein. Okay. Wie sieht's aus? Aber die Fußkante bewegen, das ist schon mal gut. Den Rest machen wir im RTW. Ja. Auch die Schiene im RTW? Nee, die Schiene nicht, die machen wir jetzt. Wir müssen auf jeden Fall mit dem Becken gucken, ne? Ja, da mache ich das ist das wichtigere Problem. Wir müssen jetzt nimm mal die Akkuwag mit. Okay, wir haben grünes Licht von dir. Absolut, alles klar, absolut. Okay, dann loslegen, Kissen aber runter. Zackig. Der Planwagen wird ganz langsam angehoben. Die Spezialisten müssen jetzt Hand in Hand arbeiten, damit das schwer verletzte Becken gesichert werden kann. Okay, hoch. Alle hoch. Okay. Gut. Wagen hebt sich. Okay. Langsam. Grün und gelb zusammen. Weiter. Du ziehst mit, Oma, ne? Ja, ich zieh mit dem Mittel. Drei, stopp. Schön. Die ist frei. Komm mal. Super, perfekt. Weiter. Warte. Klasse. Zieh. Jetzt. Moment. Weiter. Okay, perfekt. Super. Wenn jetzt diese Kutsche, die natürlich ein massives Gewicht auch hat, plötzlich angehoben wird, kann es eben doch zu starken Blutungen oder die Blutungen eben noch verstärken und die Situation sehr, sehr schnell noch lebensbedrohlicher und kritisch werden. Gut, liegt. Okay. Arme hoch. Zugang okay. Weg. Fertig. So, jetzt. Ziehen. Jawohl. Das Hauptproblem, was wir hatten, war dieses Open Book, diese Beckenfraktur. Wir haben dann eine Beckenschlinge an Bord, die um diese Hüfte rumgemacht wird und fest angezogen. Man muss sich vorstellen wie so ein Korsett, das gibt es ja auch, oder ein Gürtel, den man ganz fest anschnallt. Und somit ziehen wir praktisch noch ein wenig das Becken zusammen und dadurch keine, ja, das weitere innere Blutung entstehen können. Wir brauchen jetzt einmal wieder die Parameter, bitte. So, läuft im Schuss, ne? Entschuldigung. Ja, okay. So. Sollen wir das im Auto? Komm, lass uns erstmal ins Auto. Das machen wir jetzt im Auto. Okay, ich will jetzt einmal. Frequenz 170, der Blutdruck 90 zu 40. Komm, ab ins Auto. Immer noch 90 zu 40. Ja, gut. Okay. Rest machen wir im Auto. Okay, wir haben eine 97er Sättigung. Ins Auto gehen. EKG ist soweit in Ordnung. Super, perfekt. Ja, okay. Das Becken war instabil. Die Patientin hatte dementsprechend eine Beckenfraktur. Das Abdomen, also der Bauch, war deutlich geprellt, mit Prellmarken übersät, zusätzlich noch eine offene Unterschenkelfraktur. Alles in allem eine sehr, sehr kritische Situation mit einem sehr, sehr kritischen Patienten, wo wir halt auch letztendlich zügig in den RTW die Patientin verfrachten mussten und auch zügig zur weiteren Diagnostik in die Klinik schicken müssen. Wir müssen das jetzt einmal reponieren. Ja. Hast du gehört? Aber perfekt. Das wird jetzt ein bisschen wehtun. Ja, lass. Das machen wir gleich. Okay. Mach offen. Gib mir deine Hand. Jetzt gehst du nach vorne, weil ich werde das nicht alleine schaffen, ja, Oma. Okay. Während Verena Fabius sich um die Schwerverletzte kümmert, hat Sanitäter Yannick Brandner inzwischen den Kutscher gefunden. Der liegt ein paar Meter weiter, verletzt im Gebüsch. Wir machen das jetzt einfach, ja? Valerie, das kann wehtun. Ja? Wir machen auf drei. Ja, okay. Ich zieh. Eins, zwei und los. Okay, zack, ist drin. Okay, wunderbar, ist gut. Ich hab die Wade. Ach so? Ich hab meine Hand in der Wade, ja. Da machen wir jetzt nur einen sterilen Verband drum, ja? Ich schau einmal nach dem Kutscher, ja? Macht ihr die Schiene noch dran? Kannst du kurz mal damit anpacken, bitte einmal? Der Kutscher ist benommen und hat sich durch den Sturz eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Auch das durchgegangene Pferd konnte mittlerweile wieder von einem Beamten eingefangen werden. Hallo. Moin. Guck mal, ich habe hier schon desinfiziert. Wolltest du direkt selber machen? Ja, lass mich. Ja, kann man machen. Außer Kopfverletzung und Fuß noch was anderes? Ja, er sagt halt, er hat leichte Schmerzen im Nackenbereich. Rücken. Ja. Sind Sie gestürzt vom Pferd? Ich bin vom Bock runter. Hast du schon eine Infusion?
gezogen worden. Ja. Auch der Kutscher war, genauso wie die beiden Damen am Anfang, auch nur leicht verletzt. Er hatte eine Kopfplatzwunde an der Stirn und wahrscheinlich auch eine Verstauchung des rechten Fußgelenkes. Wir haben uns in der Situation gar nicht großartig drum kümmern können, muss man tatsächlich sagen, eben weil wir die schwer verletzte Patientin noch im RTW hatten. Aber er war offensichtlich nur leicht verletzt. Janik, bleibst du bei ihm? Mach ich, kein Problem. Brauchen Sie was gegen die Schmerzen? Nein, das geht. Das geht. Okay, gut. Dann lasse ich Ihnen den Janik hier. Okay. Ja? Ein zweiter Notarzt. Ich glaube, ich höre sie sogar schon. Die sind schon unterwegs. Ja? Okay. Der kümmert sich um sie und bringt sie auch in die Klinik. Okay, ja? Alles klar. Der Kutscher ist mit dem Schrecken davongekommen und auch die Freundinnen der Schwerverletzten haben sich vom Schock schnell erholt. Der Schütze wurde wegen Wilderei, unerlaubtem Waffenbesitz sowie fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Die angehende Braut musste notoperiert werden und befindet sich noch immer in der Reha.